kann es helfen. Eisgigant. Dominierender Räuber in der Eiswüste von Pendrana. Ja, wenn er diesen Eisatem da einsetzt, dann hyperventiliert er danach. Und währenddessen kann man ihn dann an der Maulpartie, also in der Maulgegend, kann man ihn, Alter, der kommt angerannt jetzt. Kann man ihn in der Maulgegend, verletzen. Ja, okay, das war jetzt nicht so. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein großer Bosskampf war oder nicht. Eisgigant besiegt. So, jetzt haben wir auch die roten. Ja, den Wave Bean haben wir jetzt. So, Wave Beam. Sieht so aus. Ein lilaner Beam. Ja, genau. Die Impulswunder kann man jetzt einfach auch nur mit dem Wave Beam zerstören. Oh, den hier auch. Den hier auch. So, und ich, ihr fragt mich jetzt nicht bestimmt sicher, warum ich jetzt in die Talon Oberwelt zurückgehe, zu meinem Raumschiff. Obwohl da ja hier auch eine Speicherstation ist, aber durch den Wave Beam und durch die Space Jump Boots und den Boost Ball kann man gerade da und in den Toso-Ruinen noch ein paar Upgrades farmen gehen. Und deshalb mache ich erstmal das. Bevor ich die vergesse, sammle ich sie besser gleich ein. Ja, Zwischenstand 4 Energietanks, 65 Missiles, ein Shoso-Artefakt, 44 Scans, 25 Items, 'wir haben den Wave Beam bekommen, den Spider, den Boost Ball, den Barrier Suit, ja. Und die Space Jump Boots haben wir bekommen. Mann, ey. Ja. Dankeschön. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt gehe ich hier rüber. Ja, hier ist noch was. Oder entweder in der Säule ist was versteckt. Oder in der, die jetzt gleich kommen wird. Oder in der da. Ich weiß nicht mehr, das kann man erst sehen, wenn man einen bestimmten Visor hat. Wir haben jetzt gerade nur den Scan-Visor und den Combat-Visor. Ja, den Scan-Visor einfach zum Scan und der Combat ist halt der hier. Der Combat-Visor ist halt der Kampf-Visor, sagen wir mal so.
der Offensivvisor. Guck mal jetzt hier. Deshalb gibt man noch den darauf wieder und dann ist man wieder hier drauf. Man merkt auch, dass er jetzt etwas stärker als der Power Green. Und was noch gut ist bei dem an dem Wave Beam, der verfolgt deine Gegner. Der Strahl hier. Sieht doch geisterschlecht. Mann. Okay, ich wollte schon sagen, Alter. Sieht doch eigentlich geisterschlecht aus, wenn man jetzt. Zack. So ein Elektrostrahl. Wave hast du eigentlich Donner, oder? Ne, Thunder heißt der Donner. Wave. Schock. Welle. Ja genau, Wave heißt gleich Welle oder was? Oder Schockwelle. Weiß ich nicht. Aber Schockwelle würde schon passen. Weil der Wave Beam ist halt ein Beam, der einen der den Gegner paralysiert für einen kleinen Moment. Mal, ja, komm. Das machen wir jetzt noch schnell hier. Den einen. Gut, okay, die zwei. Ich habe jetzt noch einen hier, den ich jetzt noch finden werde. Also nicht, den ich das auch holen kann. Und dann ist auch Schluss schon. Hier ist halt diese U-förmige Wilde, dieser Halfpipe, beide Seiten, die hier ist die richtige, glaube ich. So, 75. Ja, meine Frage, wie findet ihr eigentlich die Spielserie Metroid im Gegensatz zu Mario oder Zelda? Wie würdet ihr Metroid in der Sache beliebtestes Nintendo Maskottchen einstufen? Welchen Platz würde es von euch bekommen? Also Metroid Samus, sagen wir mal so. Die Spielreihe ist natürlich bei weitem nicht so erfolgreich wie Super Mario, aber auf jeden Fall erfolgreicher als Kirby. Kirby ist, ja, Kirby ist jetzt nicht so herausragend gewesen. Zelda, nee, glaube ich auch nicht, durch den hammergeilen Spielerfolg von Zelda Ocarina of Time. Sehr erfolgreiches Spiel. Ich glaube sogar das erfolgreichste für Nintendo gewesen. Für Nintendo. Ja. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Spielreihe Metroid mögt. Jo Leute. Ich würde mal sagen,
das war's dann jetzt auch schon von der Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gleich mal hier war Versprecher am Ende des Parts oder der Aufnahme. Gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Metroid Prime Teil 1. Ciao, Leute, haut rein.